Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem traurigen Thema, zumindest für mich zu einem sehr traurigen Thema. Und ich hätte auch nicht gedacht, ja, dass es jetzt so zeitnah doch passiert. Ich hatte ja erst vor ein paar Wochen euch den Vlog gezeigt, wo wir den Hühnerstall ausbauen oder das Dach halt reparieren und ja, dass wir die Hühner halt noch behalten, bis sie von der Stange fallen. Und nun haben wir sie halt abgegeben und heute wollte ich euch erzählen, warum das so gekommen ist. Also wir hatten die Hühner jetzt circa 3 Jahre und ja, bevor wir uns sie angeschafft haben, hatten wir alle Nachbarn und die Vermieterin gefragt, ob sie was dagegen hätten, wenn wir uns Hühner holen. Und ja, alle waren total begeistert und fanden die Idee sehr gut, dass wir uns Hühner besorgen. Und ja, wir hatten im Garten bei uns, also es ist ja halt eine Mietwohnung im Erdgeschoss und mit einem großen Garten, und in diesem Garten war schon eine Hütte vorhanden. Dort war früher von den Vormietern ein Hund drin. Ja, und so hatten wir diese Hütte dann verwendet, oder den Zwinger, haben wir einfach so Stangen reingemacht, wo die Hühner drauf schlafen können, und haben einen Zaun drumherum gebaut, dass sie halt einen Auslauf auch haben. Und ja, sobald die Hühner da waren, fing es an mit Beschwerden der Nachbarn bei unserer Vermieterin oder auch bei uns, weil ja, die gackern zu laut und dies und das. Also es war immer irgendwas. Und wir haben die Hühner auch manchmal halt rausgelassen, dass die im ganzen Garten laufen können, weil in dem Auslauf war natürlich sehr schnell alles abgegrast, da war kein Gras mehr. Und damit die halt auch Gras picken können und scharren können und einfach Huhn sein können, haben wir die ab und zu im ganzen Garten laufen gelassen. Und wir haben einen Zaun zum Nachbarsgarten oder Hof, und da ist bei uns Rindenmulch. Und wenn dann mal ein Huhn geschart hat, dann ist Rindenmulch aufs Nachbargrundstück gekommen. Und dann gab es wieder Beschwerden, also eigentlich gab es immer nur Beschwerden, egal was wir gemacht haben. Wir haben die Hühner dann nicht mehr rausgelassen, sondern haben den Stall, den Auslauf vergrößert, dass der so 4- oder 5-mal so groß war wie der ursprüngliche Auslauf, dass wir die Hühner nicht mehr rauslassen müssen, sondern dass sie da auf Dauer ihren Auslauf nutzen können. Ja, dann war es halt wieder was anderes. Dann hat es gestunken, dann haben wir alles voll Rindenmulch gemacht, dann hat es nicht mehr gestunken. Es war immer irgendwas. Also ja, und dann letztes Jahr kam jemand vom Bauordnungsamt oder Bauaufsichtsamt und sagte, wir dürfen dort nicht, ja, keine Ahnung, der Stall ist halt nicht richtig, was auch immer. Ich kenne mich damit nicht aus, das hat mein Mann gemacht, und dann haben wir den Stall umgebaut. Und dachten, jetzt haben wir Ruhe. Nein, jetzt war vor 14 Tagen ungefähr, hat es wieder geklingelt. Da war wieder derselbe Mann vom Bauordnungsamt oder Bauaufsichtsamt da und meinte, dass der Stall, dieser Zwinger, der ja schon da stand, als wir da eingezogen sind, der müsste von jedem anderen Grundstück, also wir sind so ein Mittelgarten, von jedem anderen Grundstück müsste der mindestens 3 Meter Abstand haben. Und der Stall darf nicht größer als 5 Kubik sein. Also müssten wir jetzt, um dem gerecht zu werden, alles abbauen und ja, verkleinern und in die Mitte von unserem Garten bauen. Das war aber noch nicht alles. Den einen Tag bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und ich hatte einen Zettel im Briefkasten vom Veterinäramt. Das Veterinäramt war da, aber die konnten ja nicht rein bei uns im Garten, weil von uns keiner da war. Das Bauaufsichtsamt ist übrigens einfach so in den Garten gegangen. Die haben gesagt, wenn Gefahr im Verzug ist, dann dürfen die das einfach so ohne Erlaubnis. Da habe ich gesagt, ja, Gefahr im Verzug, weil da jetzt Hühner im Stall sind. Naja, egal. Und das Veterinäramt ist dann vom Nachbarsgrundstück rein und konnte in unseren Garten einsehen und hat dann aber gesehen, dass es den Hühnern gut geht. Die wurden halt informiert, das Veterinäramt, dass es den Hühnern bei uns schlecht geht. Und ja, sie hat dann auch, wir haben dann da angerufen auf den Zettel hin, den wir im Briefkasten hatten, und haben gefragt, was los ist. Und ja, sie wurde informiert, dass es den Hühnern bei uns schlecht geht.
und hat sich aber schon vergewissert, dass es nicht so ist und dass von deren Seite alles okay ist, solange wir die Hühner halt angemeldet haben. Und das haben wir ja. Die sind also alles, was man da machen muss, um Hühner zu haben, das haben wir immer gemacht. Und von ihrer Seite ist alles okay. Ja, jetzt ist halt nur der Mann vom Bauaufsichtsamt oder Ordnungsamt oder wie das heißt. Ja, da müsste man halt, also es sind enorme Kosten, die wieder auf uns zukommen würden. Und selbst wenn wir es umgebaut hätten oder umbauen würden, die würden ja nie aufhören. Wir haben ja schon umgebaut und dies gemacht und das gemacht und lassen die nicht mehr raus und keine Ahnung. Aber die finden halt immer irgendwas, ja, womit sie uns wieder piesacken können und ärgern können. Und das macht einfach keinen Spaß. Das ist halt einfach unheimlich zeitaufwendig. Das ärgert uns, dass die immer wieder versuchen, uns das Leben schwer zu machen. In meinem letzten Vlog hatte ich ja erzählt, dass wir die Hühner, also dass wir nicht das Recht haben, die einzusperren und dass wir deswegen die Hühner ja nicht mehr nachkaufen und keine mehr brüten lassen, sondern die dürfen bei uns bleiben, solange bis sie von der Stange fallen. Und ja, das war halt die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit, die andere Hälfte der Wahrheit ist halt, dass ja, es uns wirklich zur Hölle gemacht wird, wenn wir die Hühner behalten. Und wir haben auch Angst, ehrlich gesagt, dass irgendwann die Hühner vergiftet im Stall liegen bei den Nachbarn. Die sammeln Unterschriftenlisten und was weiß ich. Und ja, dann hatten wir, was das jetzt alles beschleunigt hat, jemand gefunden, der alle Hühner, alle, die wir haben, nimmt, alle auf einmal. Die dürfen bei ihm leben, also bleiben, die werden nicht geschlachtet und alle zusammen dürfen dort bleiben. Ja, und das Angebot haben wir dann angenommen. Dann können die da zusammen leben und haben auch einen schönen großen Garten und können wenigstens zusammenbleiben, werden nicht auseinandergerissen und werden nicht geschlachtet. Also das wäre auf gar keinen Fall. Also nein. Mm-mm. Ja, das wollte ich euch heute einfach mal erzählen, warum wir die Hühner jetzt abgegeben haben. Jetzt einfach so spontan nicht. Also es war halt jahrelang. Ja, wir sind natürlich jetzt alle sehr traurig. Also ich habe Rotz und Wasser geheult, als der die Hühner abgeholt hat. Das ist jetzt schon komisch, dass die weg sind und die fehlen mir. Die haben ja auch, also die waren so süß und mir fehlt das einfach, dass sie da sind. Und ja, es sind so einige Sachen, die uns in letzter Zeit ziemlich auf den Keks gehen. Und da wird mein nächster Vlog drüber sein. Also so ein Quassel-Vlog werde ich machen, um euch das einfach mal zu erzählen. Und ja, was wir daraus für Konsequenzen ziehen, das werde ich euch in meinem nächsten Vlog erzählen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.